Herzlich willkommen, ihr lieben Steinchenklemmer. Neben mir steht jetzt der Jan Göbel. Und der Jan Göbel ist der Vorsitzende, ne, von Bricks am Meer. Genau, danke, Robert, dass du da bist. Ja, ich bin Jan, ich bin der Vorsitzende von Bricks am Meer. Wir sind eine Airlook und ein Lego-Verein aus dem hohen Norden, aus der Nähe von Oldenburg, genauer gesagt von Zwischenahn. Ja, du hast ja diese ganze Reise jetzt auf dich genommen. Das ist ja nicht gerade um die Ecke, wenn du schon gerade sagst, du bist aus dem Norden hergekommen. Hast ja ganz tolle Harry Potter-Sets mitgebracht oder Mocs. Oder was hast du da zusammengestellt heute? Also erstmal, ich bin hier hingekommen, weil Martin mich eingeladen hat von Lautersteine. Wir unterstützen uns gegenseitig, wir arbeiten sehr eng mit Lautersteine zusammen. Deswegen war es normal, dass ich hier hinkomme. Ich habe Harry Potter mitgebracht, einmal den Ligusterweg. Da sieht man die Szenen aus den verschiedenen Bänden und Filmen, überall was im Ligusterweg gespielt hat. Dann habe ich aber noch mitgebracht kleine Szenen von Harry Potter. Ich baue gerade mit meiner Frau zusammen auf einer ganz kleinen Plattform viele Szenen aus den Harry Potter Büchern nach. Die ersten beiden Bücher haben wir fertig. Das dritte ist in Arbeit und das vierte auch. Und die anderen sind aber auch schon in Planung. Und wie lange sitzt du an so einem Buch dran? Es kommt sehr drauf an. Also es gibt Bücher, da brauche ich eine Stunde bis anderthalb, aber es gibt auch Bücher, da brauche ich 6, 7, 8 Stunden für. Und wie bist du? Du bist ja genau wie ich, ne? Übrigens auch Harry Potter. Ja, Harry Potter ist cool. Ja, das hat gleich hier harmonisiert, sage ich euch. Und wie bist du eigentlich auf die Inspiration gekommen für diese Bücher? Bücher, ja. Und dann diese kleinen Filmszenen, das ist ja eigentlich eine ganz tolle Idee, finde ich. Ne? Es gab mal einen Adventskalender vor 2, 3 Jahren. Da war ganz viel aus dem ersten Harry Potter Film dabei. Wenn ihr euch daran erinnert, da war dieses Spiel, wo man dann lang gehen musste, man konnte das dann drehen und dann war Dudley mit dem Schweineschwanz und all solche Sachen. Und da habe ich gedacht, Mensch, geil, daraus kannst du irgendwas machen. Dann habe ich das Charles Dickens Set in die Hände bekommen, habe das einmal abgeräumt und dann war so ein bisschen die Idee geboren. Und seitdem sitzen wir da dran. Ja. Nee, ich finde das echt, weil du hast ja wirklich ganz tolle Filmszenen. Du hast ja auch hier den Hogwarts Express, sehe ich hier gerade. Quidditch-Turnier auf dem Buch, ja, das sind alles so kleine Blickfänge, wo man einfach mal drauf schaut und ich finde einfach nur die Idee genial, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Und du hast ja aber nicht nur diese kleinen Sets dabei, du hast ja auch das große Hogwarts dabei oder das große Hogwarts in Microscale, so kann man es auch nennen. Nee, das habe ich nicht dabei. Das große Hogwarts habe ich nicht dabei, aber ich habe den Ligusterweg dabei. Das habe ich dabei. Okay. Das Microscale da hinten, das hat jemand anders gebaut. Ach so. Wobei, es steht bei mir auch zu Hause. Muss man ehrlich sagen. Aber ich habe nicht so viel Platz im Auto gehabt. Darf natürlich bei keinem Harry Potter-Fan fehlen, ne? Nee. So wie Hogwarts. So viele andere Sachen auch nicht. So ist es. Was ist denn so dein Highlight hier von den ganzen Sets? Jetzt hier bei mir persönlich? Ja. Ich bin ja ehrlich, ich finde ja den Dobby total toll, den ich jetzt gebaut habe. Ich hatte keine Lust auf Steine sortieren, hatte noch so ein Dobby-Set zu Hause und habe ihn umgebaut. Jetzt habe ich ein Weihnachts-Dobby. Und ansonsten, was mir gut gefällt, ist eigentlich, wie das ankommt. Also die Leute bleiben stehen, die Leute freuen sich darüber, sagen, oh, das kenne ich, guck mal hier. Das ist das, was mir am besten gefällt. Ich habe jetzt gar nicht so ein spezielles Lieblingsbuch gerade. Die Kombination aus allem, also das Gesamte, das macht es halt aus für mich. Aha. Und wie viele Bücher hast du mittlerweile insgesamt? Hast du die mal gezählt? Also hier sind jetzt an die 30, 35, aber es ist ja schon Teil 3 in der Arbeit und fast fertig. Teil 4 ist angefangen. Momentan bin ich so bei 45 Büchern ungefähr. Okay, jetzt sind es nur noch 44. Nee, war ein Spaß. Und nimm dir einen Spaß, Leute. Ist ja Lego, ne? Kann man... Lego, ja. Kann man verschenken. Mhm. Ne? Vor allen Dingen, Lego geht nicht kaputt, ne? Ja, es hat null Modelleisenbahn, dann wäre es etwas schwieriger. So ist es. Aber auch dein Ligusterweg, ne? Da hast du ja, ich glaube, 4-mal das Set verbaut. Genau. Ja. Wie lange hast du denn da dran gesessen? Da habe ich mit meiner Frau dran gesessen und meinen beiden Kindern. Wobei die Lütte, die war damals ein Dreivierteljahr alt, hat eher destruktiv gearbeitet. Der Junior hat eher die Autos geschoben. Und da saßen wir insgesamt so 4 Monate dran. Immer mal wieder gebaut an den Wochenenden. Insgesamt so 3 bis 4 Monate. Reine Bauzeit sind vielleicht 30, 40 Stunden. Oh, richtig cool. Und macht ihr das zu Hause oder habt ihr da einen Platz, wo ihr baut? Baut ihr das im Verein, im Stammtisch oder? Ich hatte mal einen Platz zu Hause, aber dann ist halt Theresa gekommen, die ist jetzt 2,5 und dann habe ich mein Leben, Dankeschön, habe ich mein Lego-Zimmer aufgeben müssen und ich habe einen großen Büroraum im Industriegebiet gemietet,
die teile ich mir mit dem Verein. Die eine Hälfte gehört dem Verein, die andere Hälfte gehört mir. Und da sitzen meine Frau und ich, wenn wir Zeit haben und bauen. Mhm. So was brauche ich übrigens auch. Ja. Ich glaube, ich muss mal in den Norden kommen. Ich möchte den Dachboden ausbauen. Also wenn jemand von euch billig Dachböden ausbaut, meldet euch. Ja, das ist ja sowieso bei, ich sag mal, Affolz so ein bisschen das Problem. A, Platz. Ja. Ja, wo baue ich? Ja. B ist, Geld, ja. Ja. Und C ist natürlich auch die Zeit, ne, die man hat, weil man hat ja auch noch einen Beruf nebenbei und alles. Ne. Du managst das ja auch mit dem Verein. Da kommt ja einiges zusammen. Wichtig ist, denke ich mal, dass es Spaß macht und ich glaube, das entlohnt sich auch, wenn man wieder diese funkelnden Augen von den Besuchern sieht. Ne? Ja, das ist es halt. Ne? Also du hast auch andere Sachen. Also Lego ist halt auch nur Hobby, das darf man ja nicht vergessen. Ja? Und Lego wird nicht deinen Teller füllen, Lego wird nicht deine Rechnung bezahlen, in der Regel. Wissen wir auch, dass es anders geht, aber ist bei mir jetzt nicht so. Und es ist halt Hobby, es bleibt Hobby und Hobby ist ja auch so ein bisschen die Definition, der maximale Aufwand für den absolut geringsten Nutzen. Ja. Wenn man dann hier hingefahren ist und ganz tolle Gespräche heute mit Affolz, aber auch mit Besuchern geführt hat, das ist eigentlich das, was es ausmacht nachher. Sehe ich genauso. Genau. Und wenn du jetzt mal so schaust, ne, in die Zukunft mal so einen Blick machst, ja. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Willst du da deine Bücher weitermachen oder hast du da andere Pläne? Oder? Also ich baue ja nebenbei noch Eisenbahn mit meinem Sohn. Das ist momentan so ein bisschen zurückgestuft worden, weil wir halt nicht ganz so viel Zeit haben. Es ist jetzt auch Sommer und so. Und es ist, ja, erstmal werden wir die Bücher jetzt fertig bauen. Ich habe so viel Material schon zu Hause angesammelt für die Bücher, gerade für die Grundbücher. Mhm. Das wird jetzt erstmal gebaut und das Ziel ist eigentlich, Ende nächsten Jahres fertig zu sein. Also ich kann nur sagen, Daumen hoch. Dankeschön. Ja. Vielleicht aber auch, kannst du ja mal was zur Community sagen, wo kann man dich demnächst wieder sehen oder wo kann man die Bücher weiterhin bewundern? Muss man da bis vielleicht nach Norddeutschland fahren oder bist du auch mal wieder in der Gegend? Also die Bücher können jetzt erstmal beim Robert auf dem Internetkanal sehen, ja. Weil die werden jetzt eingemottet. Also die Bücher kommen erst dann wieder raus, wenn ich nächstes Jahr in Landstuhl bin, weil ich habe heute Morgen eine junge Dame getroffen, die gesagt hat, ich will mehr sehen. Eigentlich wollte ich sie erst dann zeigen, wenn sie fertig sind. Alle 7 Bände fertig. Ich habe gesagt, ich bringe das nächstes Jahr wieder mit, damit sie sich das angucken kann. Ne? Das ist ja junge Dame. Und sonst werden sie wahrscheinlich im Norden zu sehen sein. Dieses Jahr bin ich eigentlich nur noch oben im Norden. Ich bin in Leer. Ach so, in Ilmenau bin ich noch, in Thüringen, Anfang November. Und in Edewecht im Dezember. Das sind jetzt so die nächsten Veranstaltungen, die ich geplant habe. Die Zeit ist ein bisschen kurz, ich habe noch ein paar andere Sachen auf dem Tisch. Aber ihr habt es gerade gehört, wenn ihr mal zufällig in der Gegend seid, geht vorbei, schaut es euch an. Ich denke mal, so eine Lego-Ausstellung, egal ob jetzt Bücher da sind oder andere Sachen, es lohnt sich immer und immer wieder. Ja. Es sind immer tolle Sachen zu bestaunen. Ich bin immer wieder begeistert, egal auf welche Ausstellung ich gehe. Und in diesem Sinne, danke ich dir erstmal fürs Interview. Möchtest du vielleicht noch was der Community sagen? Ja, erstmal danke, dass du hier bist, ja? Robert. Und das habe ich der Community sozusagen eigentlich nur... Bleibt am Ball, habt Spaß mit Lego, denn Spaß ist das Wichtigste. Sonst wird ein Hobby, wenn ein Hobby keinen Spaß mehr macht, könnt ihr jetzt auch in die Tonne treten. Genau, in dem Sinne. Dann danke dir. Danke dir. Ciao. Ciao.